Wrestling. Pack ihn an den kleinen Balkon, der noch übrig ist. Wenn das passt. Also ich würde sagen, das Besondere an Karat mittlerweile ist, dass es nicht mehr nur in Anführungsstrichen drei Wrestling-Events an drei Tagen sind, sondern ein wirkliches Festival. Also das 16-Karat-Wochenende für die Fans beginnt eigentlich am Donnerstagabend, also heute, in der Wrestling Academy. Das ist ein relativ exklusiver Event, 150 Tickets circa. Inner Circle, da treten dann auch Leute wie ja, der jetzt NXT UK-Star Walter auf und so. Das ist natürlich was Besonderes für die Leute. Ilya Dragunov ist da, Avalanche und so weiter. Und morgen geht's dann los im Haus Union mit einem Podcast-Marathon, wo eben halt verschiedene Podcaster sind. Dann gibt's das Warm-up, dann gibt's 16 Karat selber. Es gibt danach ein Bowling-Turnier, das allerdings von den Fans organisiert ist und wo auch Wrestler mitspielen, was echt cool ist. Das haben wir letztes Jahr im Oktober das erste Mal gemacht. Und ich glaube, der schlimmste, vollste Tag ist der Samstag. Da gibt es sogar noch von einer anderen Promotion um 10 Uhr morgens eine Veranstaltung. Und dann geht es den ganzen Tag eigentlich durch bis um 23 Uhr abends. Und dann kommt noch die Aftershow-Party. Also das sind 10 Events in 4 Tagen. Ich glaube, dass die Leute insgesamt die rundeste Veranstaltung sehen werden von uns, weil wir auch unglaublich viel in der Halle machen. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch um den Ring herum und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass die Erwartungen, die die Leute haben, an uns auch wirklich erfüllt werden am Ende. Und die Leute in die Halle kommen und sagen, boah, krass. Und hinterher sagen, boah, das habe ich echt nicht erwartet. Also wir haben ja die Herausforderung bei der Turbinenhalle 1, dass die das Licht sehr krass schluckt, weil die eben halt so lang gezogen ist und die Bühne relativ tief ist. Ne? Das bedeutet, wir versuchen das so ein bisschen zu umgehen, indem wir diesen Kranz, der um den Ring herum ist, diesmal eben halt noch größer gebaut haben. Wir hängen mehr also doppelt so viele Scheinwerfer rein wie normalerweise, die auch so ein bisschen ins Publikum gerichtet sein werden, um das Publikum zu erhellen. Und da die Bühne so tief ist, versuchen wir über diesen oder an diesem großen Kran, der dort drüber schwebt, das Karat-Logo ist ja ein Diamant, da nochmal eine LED-Wand in Form von einem Diamanten dran zu hängen, um das Ganze heller zu machen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung hier. Halle sehr groß, sehr dunkel und das müssen wir irgendwie umgehen und ich hoffe, dass das klappt auf jeden Fall. Ich habe noch nie vorher in einem Keller gekämpft, ja, bestimmt. Ich bin ja normalerweise ein schwerer Sportsmann. Aber den Gegenstand, glaube ich, werde ich schon finden, den man einsetzen kann. Ja, also ich bin Avalanche. Mancher erkennt mich auch unter meinem richtigen Namen, Robert Dreisger. Ich wrestle seit 2009. Und ja, bin in den Ringen Europas seither aktiv und hin und wieder auch darüber hinaus. Der Avalanche-Charakter ist eigentlich sehr einfach erklärt. Avalanche ist das Alpenmonster quasi, also ein Typ aus den Alpen, der sehr einfach gestrickt ist, der eine kurze Zündschnur hat, aber im Kern eigentlich kein schlechter Kerl ist. Ist auch nicht der hellste, aber er versucht halt seine Kämpfe über die brachiale Seite zu bestreiten. Das ist grob umrissen der Avalanche-Charakter. Wrestling ist sicher nicht der alltägliche Beruf, aber es ist von vielen Leuten, glaube ich, mal so ein Kindheitstraum gewesen, wie ja, Astronaut werden oder sonstige eher unrealistische Berufsvorstellungen. Und so war es auch bei mir. Also ich war von klein an begeistert von diesen übermenschlichen Charakteren und hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn man es mir heute vielleicht nicht mehr ganz so ansieht. Ich habe früher viel Fußball gespielt, auch lange Fußball gespielt. Und ja, als das Kapitel dann irgendwann beendet war, hatte ich Zeit und Bock auf was Neues und war dann auch schon in einem entsprechenden Alter, wo es Sinn macht, Wrestling zu trainieren, weil als 12-, 13-Jähriger würde ich das eher nicht niemandem empfehlen. Und ja, dann gab es das Debüt 2009 und jetzt sitze ich hier. Ein
Alter, wer ist denn das bei der Fiasse? That would be funny anyway. Ja, wir haben Aufgabe und Cover heute. Halt. Ja. Aufgabe war halt auch im Würgegriff. Ja, klar. Das ist ein zweites Shirt noch, oder was? Ja. Das ist ein Mensch, wo wir come back to break. What a fail. Wir haben jetzt gerade den ersten Dreh quasi schon hinter uns gebracht für einen Teil meines Matches am Freitag. Vom False Count Anywhere Match gegen Jan Simmons. Ich habe mich bisher leider nicht als Turniertyp bewiesen. Also ich bin in der zweiten Runde, das war mein größter Erfolg bisher, also sprich Viertelfinale. Und daran sollte sich natürlich schon was ändern. Das diesjährige Karat ist halt wirklich krass besetzt. Also wenn man die Namen durchgeht, Daisuke Sekimoto, Ilya Dragunov, Wald. Die Liste geht weiter und weiter und weiter, ein Hochkaräter nach dem anderen. Also das ist auf jeden Fall, wird das keine leichte Nummer, aber ich würde schon, also ich setze mir zumindest mal das Finale, zumindest, das klingt so, aber ich, Finale wäre schon mal ganz nett und im Finale kann ja dann bekanntlich alles passieren, ne? Wir sind jetzt gerade bei der WXW Wrestling Academy im Office und gleich in einigen Stunden findet das Inner Circle statt. Ich bin Franz Meister, WXW-Fan seit 2015, eine Woche nach dem Karat. Inner Circle zum Beispiel, das ist ja nicht das eigentliche Karat, aber es ist schon davor, ein Preview so gesehen. Und da werden die Fans, die hier reinkommen können, weil die Karten sind ja sehr rar, also erstmal limitiert, wird schon ein großartiges Programm geboten. Ansonsten freue ich mich noch die Fan-Expo. Meine Tochter wird dort einen Auftritt haben. Sie ist ja auch ein Mitglied der Wrestling Academy. Und die werden dort eine kleine Demonstration anbieten, was sie dort im Training machen. Ja, der Arm, meine Verletzung, das hat definitiv was mit dem Training zu tun gehabt. Da habe ich einen Move ausgeführt und da bin ich falsch gelandet. Habe die Balance verloren, dann knack, rechter Ringfinger verletzt. Ich freue mich am meisten auf die Paarung von Walter und Timothy Thatcher gegen Ishikawa und Irie. Und ich wollte mal Timothy Thatcher die Daumen drücken, dass er das Turnier diesmal wirklich gewinnen kann. Ja, das 16 Karat ist das größte Wrestling-Wochenende in Deutschland. Nicht nur für mich, sondern auch für sehr viele. Weil dort halt die besten Wrestler aus der ganzen Welt hier gebucht werden, in Oberhausen. Dinge.
und da gibt es viele, viele Witze drüber. Aber ich habe absolut einen klaren Ablauf und der startet nicht erst an dem Tag selber. Es gibt eine Vorbereitung vorher. Ich kriege die Cards, die wir dann in dem Abend haben, oft schon vorher zugeschickt. Dann bereite ich meine Karten, meine Moderationskarten vor. Das schon vorher dann zu Hause. Und an dem Tag selber muss ich mit den Leuten sprechen, muss genau schauen, wie der Ablauf und so weiter ist. Also ich bin da genauso involviert wie die Kameraleute, wie unsere Regieleute und so weiter. Also ich möchte sagen, dass ich mich eher so zu dem Team zähle, also Kamera, Regie und so weiter, dieser ganze Bereich. Ich habe insofern ein Problem, dass immer dann, wenn so große Momente wie Karat und so weiter kommen, dann spielt mir mein Kopf teilweise einen Streich. Dann passiert es mir gerade, dass ich Namen von Leuten vergesse, die ich eigentlich in- und auswendig kenne. Also Leute, die ich schon jahrelang kenne, da ist der Name dann plötzlich weg. Und solche Dinge, wenn Karat beginnt und ich die Herrschaften ankündige sozusagen durch das Gruppenfoto, wird man dann sehen, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, das sind absolute No-Gos, aber die passieren mir. Und das macht auch die Routine nicht wett. Und ja, Fehler gehören dazu, das ist kein Problem. Gewonnen, aber zum Glück auch nicht direkt verloren, sag ich mal. Also nicht im Pin eingesteckt. Insofern kann ich das eher verkraften als eine vollwertige Niederlage, sage ich jetzt mal. Ja, das war meine erste Inner Circle Show tatsächlich. Ich bin sonst immer erst am Freitag eingeflogen für den ersten Karat-Tag. Und ja, freue mich, die Erfahrung jetzt auch mal gemacht zu haben. Und war ein guter Anheizer für morgen auf jeden Fall. Neue Moves habe ich heute in dem Sinne nicht ausprobiert. Ich bleibe eigentlich immer bei meinen Aktionen, wo ich weiß, sie sind effektiv und die kann ich zu 100% ausführen. Was ich für mich auf jeden Fall heute mitgenommen habe bei Inner Circle ist, dass ich nächstes Jahr bei Inner Circle auch dabei sein möchte. Das kann ich auf jeden Fall rausziehen. Und es hat mich auch gefreut, dass die Fans meine Hommage an den leider kürzlich verstorbenen King Kong Bundy mit dem Outfit sehr gut angenommen haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Yeah.
Thank you very much. Yeah, I know. It's easy to go. Oh, Sammy Callahan, what a bastard. I know. Good. Good, sir. Wonderful. I know what you do. Yeah, good. Wunderbare Preview. Sehr harte Shots von Walter und von Mark Davis und generell eigentlich. Publikum war sehr begeistert und man bedenkt, das sind nur 120, 150. Am Wochenende wird es 10-mal so viele Leute gehen. Da wäre ich froh, dass es 10-mal so laut sein wird dort in der Turbinenhalle dann. Mhm. Stark. Einfach stark. Das ist ja das, was ich meine. Stimmung schon hier in der kleinen Halle mit 150 Leuten sehr stark und sehr wild, sehr frische Menschen und so weiter. Und wie schon gesagt, beim Karat selber, damit definitiv die Hütte abgerockt werden. Das werde ich erst später erfahren, ja, natürlich. Aber ja, das ist immer so ein bisschen blöd gewesen. Also, wir hatten uns was anderes vorgestellt und bauen jetzt so ein bisschen drumherum. Aber das Grundgefühl ist gut, aber es ist gerade eher so ein bisschen, wenn man selber weiß, was man eigentlich machen wollte, dann ja, ist das immer so ein bisschen so am ersten Abend. Es hätte noch cooler sein können. Wenn morgen alle sagen, boah, wie geil sieht das aus, ist es natürlich